Hallo und willkommen zu einem weiteren Summer Heat Spielervideo hier auf meinem YouTube-Channel. Und ihr seht schon auch im Hintergrund, es ist der gute Luka Jovic, der rausgekommen ist. Er hat das Voting gewonnen, hat sich gegen Musa und zur Verwunderung vieler FIFA-Spieler auch gegen Kent durchgesetzt. Ich hatte im Stream gestern auch schon gesagt, ich rechne mit Kent, aber wenn Jovic gewinnt, würde es mich auch nicht wirklich wundern, weil er einfach von Real Madrid ist. Real Madrid hat eine große Fanbase. Jovic hat eine Moments-Karte bekommen, die auch viele damals gefeiert haben. Dementsprechend war das jetzt für mich nicht komplett, ja, eine komplette Überraschung. Klar hatte ich mir irgendwie Kent ein bisschen mehr gewünscht, weil Kent, glaube ich, einfach für FIFA-Verhältnisse ein etwas krasserer Spieler gewesen wäre. Aber Jovic ist auch ganz nice. Wir haben die SPC abgeschlossen. Seht ihr auch hier schon, wir haben 4 Spiele mit ihm gemacht auf dem RTG-Account. Ich zeige euch auch gleich das Team, wie ich ihn dann eingebaut habe auf meinem RTG-Account. Und ich will heute ein bisschen über Jovic sprechen. Vorher will ich aber euch dazu fragen, was ihr davon haltet, dass Jovic gewonnen hat und dass Musa oder Kent nicht gekommen sind. Schreibt mir mal eure Meinung einfach direkt in die Kommentare. Dann würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefällt. Und ansonsten über ein Abo und die Glocke aktivieren wäre auch sehr nice. Und ja, beginnen wir da mal mit Luka Jovic. Summer Heat SBC ist rausgekommen. Wir brauchen 2 Teams. Und einmal ein 84er Team mit einem Real Madrid Spieler und 75 Chemie. Und dann brauchen wir noch ein zweites Team mit einem 86er Rating, ich glaube 70 Chemie und einem Team of the Week oder einem Team of the Week Moment Spieler oder einem Team of the Week beziehungsweise Team of the Season Spieler. Einen von den dreien braucht ihr auch. Und das sollte kein Problem sein. Ich habe ihn jetzt machen können aus dem Verein heraus und musste nur einen einzigen Spieler kaufen. Dementsprechend hat mich Jovic so gut wie gar nichts gekostet. Und ich habe schon sehr, sehr viel SPC-Futter in der letzten Zeit verbraten und hatte trotzdem noch genug. Also, und selbst wenn man kein SPC-Futter hat, kostet Jovic laut Footbin aktuell 250.000 Coins für PS4 und Xbox und 260.000 Coins für den PC. Und auch das ist nicht allzu viel, wenn man bedenkt, was für eine Karte er bekommen hat. Wir fangen jetzt mal mit der Karte an, gehen systematisch durch. Er hat eine 93er Overall geratete Karte bekommen als Stürmer. Bei mir ist er jetzt ZM, weil ich ihn umgewandelt habe. Und hat 90 Tempo, 93 Schuss, 83 Passen, 95 Dribbling, 35 Defense und 86 Physis. Dazu ist er 1,82 groß, Mittel-Mittel Arbeitsrate. Als Stürmer ist das so immer so eine Arbeitsrate, Mehr-Kombination ist nicht so die beste Kombination der Arbeitsraten, aber ist wie es ist. Starker Fuß ist rechts, 4 Sterne Skill Moves und 5 Sterne Weak Foot. Er hatte ursprünglich 3 Sterne Skill Moves, 5 Sterne Weak Foot hat er vorher schon, aber es war ja schon bekannt, dass diese Karten dann auch ein Upgrade bekommen. Da hätte zum Beispiel dann auch ein Kent 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weak Foot gehabt, aber Kent ist nicht gekommen, dementsprechend beschäftigen wir uns weiterhin mit Jovic. Gehen wir erstmal zu den Trades. Da hat er eigentlich nur den Außenrissschuss, der für uns wichtig ist. Alles andere hat er nicht. Keinen Finesse-Shot, keinen Tempo-Dribbler oder sonst was. Außenrissschuss, nicer Trade, ist dabei. Nehmen wir mit. Dann zu seinen In-Game-Stats. Er hat 88 Antritt und 89 Sprintgeschwindigkeit. Fragt mich nicht, wie er dann auf 90 Tempo auf der Karte selbst kommt, wenn er nicht einen einzigen Stat dabei 90 hat. Aber es ist so, ihr seht auch schon, welchen Campstyle ich auf ihn draufgepackt habe. Ich habe Hunter draufgepackt. Viele würden sagen, lieber Engine oder so, damit nochmal Beweglichkeit und Balance gepusht werden. Für mich persönlich ist es wichtig, dass die Stürmer zu diesem aktuellen Zeitpunkt sehr, sehr schnell sind. Weil der Zeitpunkt ist folgendermaßen, dass die meisten Spieler Verteidiger haben, die sehr, sehr schnell sind. Vor allem mit Campstyles kommen die meisten Verteidiger auf 95 plus Pace. Und dementsprechend sollte der Stürmer auch mindestens genauso viel Pace oder mehr haben. Und mit einem Engine-Camp-Style würde Jovic auf 94 Pace zum Beispiel kommen. Deswegen will ich hier einfach nochmal Hunter nutzen. Hunter wird hier auch komplett der Pace-Push genutzt. Er kommt nämlich auf 98 Antritt und auf 99 Sprintgeschwindigkeit dann. Und wir pushen auch nochmal seine Schusskraft auf 99. Sein Abschluss wird auf 99 gepusht. Sein Stellungsspiel auf 99. Elfmeter und Volleys werden ebenfalls gepusht. Und sonst hat er nice Sets. Auch die Dribbling-Sets. 91 Beweglichkeit und 90 Balance. Das ist nicht die schlechteste Kombination. Es geht fit. Reaktion ist 97. Ballkontrolle 97. Dribbling 95. 92. Ruhe auch sehr nice. Dann Passspiel. Als Stürmer für uns am wichtigsten sind kurzer Pass, Effekt und Übersicht, da hat er 85, 90 und 93 auch sehr starke Werte. Dazu kommen Physiswerte von 90 Stärke und 72 Aggressivität und 88 Ausdauer. Das sind auch
sehr, sehr starke Stats. Also Jovic sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Der Preis ist nicht allzu teuer, wie ich finde. Man kann ihn auch mittlerweile sehr gut linken, denn Real Madrid-Spieler auch in der Offensive sind jetzt mit den Team of the Season-Karten ganz easy zu linken. Ihr seht es auch gleich, wie ich es gemacht habe. Es gibt ja mittlerweile auch Luka Modric Flashback. Man kann ja Jovic auch, wie ich es gemacht habe, als ZM umstellen und dann mit Varane, Ramos und so weiter und so fort linken. Ein Benzema kann man auch nutzen, um Jovic zu linken. Das sollte auf jeden Fall gar kein Problem sein. Jovic ist meiner Meinung nach vom Preis her ist okay. Ich hätte mich jetzt ein bisschen gefreut, wenn er ein bisschen günstiger wäre, so um die 200.000 Coins. Aber ich glaube, er war sogar am Anfang etwas bei 200.000 Coins. Ist jetzt gestiegen, weil die Leute einfach eingekauft haben. Dementsprechend, die Anforderungen sind in Ordnung, sind nicht zu viel, geht auf jeden Fall fit. Ich freue mich auf die nächsten Summer Heat Karten, die noch kommen werden, weil ich glaube, diese Karten werden alle ziemlich nice sein. Wenn wir einfach nochmal kurz durchgehen. Kessié, sehr nice Karte. Mondi, sehr nice Karte. Wir haben Ndombele, auch sehr nice Karte. Und Perisic, zu dem wir gestern ein Video hochgeladen haben. Ebenfalls eine nice Karte. Und dann jetzt auch noch Jovic. Ebenfalls top. Ihr habt anfangs auch die Spiele bzw. die Statistiken gesehen. 4 Spiele hat er gemacht bei mir im Sturm und hat in den 4 Spielen 8 Tore und 5 Torvorlagen gemacht. Und das spricht natürlich dann auch wieder für einen Luka Jovic. Und da brauche ich, glaube ich, dann auch nicht mehr so viel zu sagen. Ich will euch jetzt noch das Team vorstellen, in dem ich ihn spielen lasse. Das ist mein RTG-Team. Und zwar haben wir jetzt Neymar erstmal wieder auf die Bank gepackt. Dafür Pelé dann 1 vorgerückt und Jovic dann hier ins ZM. Kriegt ja den Stronglink von Modric und von Ramos. Alle Spieler sind auf Fullcam. Ich spiele im 4-4-1-1. Die Taktik habe ich euch im vorletzten RTG-Video gezeigt, wer sich dafür interessiert. Ich will euch jetzt nur mal noch die Aufstellung zeigen. Jovic wird im Sturm spielen, dahinter Ben Yedder, Müller und Luka Modric auf der Doppel-8. Über links kommt Kylian Mbappé und über rechts kommt Pelé. So haben wir gespielt in Game. Und wenn wir gleich ein paar Szenen von Jovic sehen werden. Ich habe im Stream gespielt. Ich werde euch jetzt ein paar Highlights von Jovic einblenden und dann ein bisschen drüber sprechen. Wir machen jetzt hier im Video kein Live-Spiel. Wenn jetzt gleich die Szenen dazu eingeblendet werden, werde ich euch dann auch noch ein bisschen über Jovic und meine Erfahrung mit Jovic in-game sprechen. Wundert euch nicht, wenn jetzt gleich das Overlay ein bisschen anders wird, weil es halt alles Content aus dem Stream ist, den ihr gleich zu sehen bekommt. So, und während jetzt im Hintergrund die Szenen zu Luka Jovic laufen, werde ich ein bisschen auf Jovic eingehen, wie er mir gefallen hat. Und ihr seht hier auch sehr, beziehungsweise überwiegend Tore. Er hat natürlich auch Vorlagen gemacht, die kommen auch ein paar Mal vor. Aber ihr seht echt nice Szenen, nice Abschluss von Jovic. Ich muss sagen, ich habe aber mit Jovic etwas gebraucht. Im ersten Spiel, das war ein richtig, richtig enges Match, hatte Jovic bei mir 3 hochkarätige Chancen liegen lassen und hat keinen Treffer gemacht. Da hatte ich Jovic schon angefangen zu verfluchen, zu haten, dass er diese Dinger nicht reingemacht hat. Das waren wirklich hundertprozentige. Er hat zweimal den Keeper angeschossen, beziehungsweise der Keeper hat zweimal gehalten und einmal hat er dann ins Aluminium geschossen aus einer Position, der zu 100% eigentlich rein muss. Und es war auch so ein Game, wo es ein bisschen komisch lief. Am Ende habe ich knapp gewonnen gegen einen Gegner, wo ich eigentlich viel deutlicher hätte gewinnen müssen. Aber manchmal sind diese Spiele so. Und ich hatte auch schon im Stream gesagt, dass es dann ja eins dieser Spiele war, wo es ein bisschen komisch lief. Und dementsprechend kann ich Jovic hier nach diesem einen Spiel nicht bewerten und habe ihn dann weitergespielt. Und zum Glück habe ich das gemacht. Denn von Spiel zu Spiel hat sich Jovic wirklich als ein sehr, sehr starker Stürmer entfaltet. Also muss ich ganz ehrlich sagen, er hat mir super gefallen. Ihr habt es ja auch anhand der Statistik gesehen, 4 Spiele, 8 Tore, 5 Vorlagen. Das ist zum Beispiel ein viel, viel besserer Wert, den Ben Yedder da hatte in den ersten 4 Spielen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Fangen wir aber mit einem Punkt an, der mir nicht gut gefallen hat. Das ist sein Stellungsspiel. Oftmals war er, wenn ich im Angriff war, wenn ich einen Ball hinten gewonnen habe, stand er hinter Ben Yedder. Also beziehungsweise vor Ben Yedder, je nachdem von wo man sieht, er stand auf jeden Fall auf der Position, wo Ben Yedder stehen sollte und Ben Yedder war etwas offensiver, er war halt defensiver als Ben Yedder, obwohl er eigentlich der Stürmer ist. Und ich glaube, dass das ein bisschen an den Arbeitsraten liegt, wie gesagt, Mittel-Mittel ist nicht die beste Arbeitsrate für einen Stürmer und das hat mich ein bisschen gestört. Ansonsten habe ich nicht wirklich viel an ihm auszusetzen. Viele werden sich fragen, wie es mit der Beweglichkeit von Jovic geht, beziehungsweise aussieht und da kann ich euch direkt mal sagen, es ist kein Neymar oder kein Ben Yedder, der sich da bewegt, aber er bewegt sich auch nicht schwerfällig wie ein Vieira oder sonst was.
Es geht einfach in Ordnung. Ich würde sagen, er ist beweglicher als ein Lewandowski. Wenn jemand mit Lewandowski-Tots schon mal gespielt hat, weiß, dass Lewandowski-Tots auch nicht wirklich unbeweglich ist. Aber Jovic ist meiner Meinung nach noch ein bisschen beweglicher. Hat dazu ja auch noch die 5-Sterne-Skills, was ja total brutal ist für einen Stürmer in FIFA 20. Ihr habt hier im Hintergrund auch das ein oder andere Tor mit seinem schwachen, beziehungsweise theoretisch schwachen Fuß, was er gemacht hat. Und dazu auch noch den Außenrisschuss. Einen Außenrisschuss haben wir auch hier in den Clips mit drin. Den hat er richtig trocken reingehauen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, Jovic von Spiel zu Spiel immer besser geworden. Ich werde jetzt auch den Rest der Weekend League, glaube ich, so weiterspielen. Lasse Neymar erstmal wieder auf der Bank. Werde mit Jovic weiter in der Sturmspitze spielen und mit Ben Yedder als Spieler dahinter. Wenn ihr Bock habt, vorbeizuschauen im Stream, kommt gerne vorbei. Wir haben noch 15 Games offen auf dem RTG-Account und noch 15 Games auf dem Main-Account. Und ich werde heute Abend im Late-Night-Stream die restlichen Spiele spielen. Link zu meinem Twitch-Profil ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung, wird aber auch gerade hier eingeblendet. FIFA-Silo heiße ich dort. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und dann werden wir auch nochmal gemeinsam einen Blick auf Jovic werfen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir sie auch im Stream stellen. Ansonsten schreibt eure Fragen hier in die Kommentare. Von mir kriegt Jovic auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr ihn einbauen könnt, weil ich finde, das ist ein nicer Spieler. Man kann ihn sehr, sehr nice spielen. Es sei denn, ihr habt schon so ein krankes Überteam. Da muss das nicht zwingend sein. Jovic ist jetzt nicht besser als ein Ben Yedder oder ein Mbappé oder sonst was. Aber im Vergleich zum Preis-Leistungs-Verhältnis ist Jovic sehr nice. Und was ich auch im Stream schon gefragt wurde, wen soll ich eher spielen, Benzema oder Jovic? Stand jetzt würde ich eher zu Jovic tendieren, weil einfach nochmal diese 5-Sterne-Weak-Foot dazukommen, was halt für einen Stürmer sehr, sehr geil ist. Auf welcher Position würde ich Jovic spielen lassen? Zentral. Ich würde ihn nicht über den Flügel spielen lassen. Auch mit Hunter habe ich gemerkt, dass Jovic halt nicht der Schnellste ist von der Karte an sich. Er hat 90 Tempo auf der Karte, wir haben es gesehen, aber eigentlich hat er ursprünglich keinen Wert über 90 im Bereich Tempo. Und dementsprechend würde ich ihn auf dem Flügel definitiv nicht empfehlen. Stürmer, meiner Meinung nach, die Position, wo ein Jovic sich am besten entfalten kann, wo er sein meistes Potenzial zeigen kann. Und mit diesen Worten werde ich mich dann hier auch an der Stelle vom Video verabschieden. Wie gesagt, kommt gerne im Stream heute Abend vorbei. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir im Stream oder hier in die Kommentarsektion. Ansonsten würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr das Video wieder supportet mit einem Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank für euren Support in der letzten Zeit, auch wenn ich jetzt nicht mehr diesen Daily Content habe. Aber der Content geht trotzdem weiter und ich danke euch für euren Support, dass ihr am Start seid. Und für diejenigen, die nicht am Start sind, beziehungsweise noch kein Abonnent sind, die können das natürlich auch gerne kostenlos machen und mich supporten. Und die Glocke aktivieren wäre auch sehr nice, würde ich mich sehr drüber freuen. An der Stelle bin ich dann raus. Peace out und ciao!